Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Toll, dass Sie so zahlreich zwischen den Jahren den Weg hierher gefunden haben. Ich glaube, es lohnt sich alleine, um einen der größten Musiker unserer Zeit zu würdigen. Was werden wir heute tun? Leonard Cohen, vielleicht ganz angenehm auch nach der ganzen Weihnachtsmusik heute, sich damit vielleicht mal zu beschäftigen. Ja. Wir haben eine ganze Reihe ihm gewidmet tatsächlich, diesen Monat lang ein paar Filme ausgewählt. Ja, keine Filme, für die er komponiert hat, denn das hat er nie getan. Aber seine Musik wurde natürlich verwendet in Filmen. Und das war auch der Anlass damals, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt habe. Weil Sie können sich natürlich fragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ich arbeite hier im Filmmuseum normalerweise und ja, bin jetzt wahrlich kein Musikexperte, sondern eher ein Filmexperte. Und 2016 war das Jahr, in dem ganz viele tolle Musiker verstorben sind. Man erinnert sich, das war irgendwie eine Verkettung von ganz vielen Dingen, wo man dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, der auch noch. Und so ging es mir dann bei Leonard Cohen im November 2016, dass ich dachte, jetzt kann ich irgendwie nicht einschlafen. Ich guck mal so ein bisschen, was das Internet so zu bieten hat, um ihn ein bisschen anzuhören. Und dann habe ich festgestellt, das sind ja nicht nur ein paar Filme, das sind tatsächlich fast 300, in denen seine Musik verwendet worden ist. Und das hat mich dann doch interessiert, weil davon wusste ich ganz wenig. Und da habe ich dann in die Breite weiter recherchiert. Und das Ergebnis, das sehen Sie jetzt heute. Denn das ist kein Vortrag über ihn als, ja, als Mensch oder so. Also das nicht, ist nicht biografisch, sondern ich möchte Ihnen wirklich Dinge zeigen. Einfach, wie hat dieser Mann Einfluss auf die Filmgeschichte genommen? Und das auf ganz vielfältige Weise. Ein bisschen streife ich natürlich trotzdem das Biografische, aber ich glaube, da sind einige mehr Experten unter Ihnen hier im Saal, als ich es bin. Aber ich hoffe, diese kleine Hommage an Leonard Cohen, So Long Leonard, die werden wir jetzt genießen. Damit fangen wir gerne an. Mit einem Zitat. Leonard Cohen ist eine Persönlichkeit, die die Kunst, etwas Schönes aus der Dunkelheit der Seele zu erschaffen, beherrscht. Im tiefsten Schwarz schafft er Schattierungen, die sich wie Farben anfühlen. Das schreibt Christoph Graf. Der ist einer der führenden Cohen-Experten unseres Landes. Er hat sogar eine eigene Cohenpedia angelegt, eine Art Wikipedia nur für Leonard Cohen, mit über 3000 Schlagwörtern, 500 Seiten, ein richtiges Lexikon eben im Internet, das sich mit dem Werk und dem Leben Leonard Cohens beschäftigt. Und er bezeichnet ihn auch als den Philosophen unter den Rocklegenden. Die Rocklegende wird 1934 in Montreal geboren, in Kanada. Mit 13 Jahren lernt er Gitarre, um nach eigenen Angaben da schon ein Mädchen zu beeindrucken. Schon da ist er der Ladies Man. Und Cohen studiert. Er studiert Wirtschaft, Recht und Literatur. Gar nichts mit Musik, gar nichts mit Schreiben. Zunächst ebenfalls in Montreal. An der Uni erhält er dann mit 21 Jahren eine Auszeichnung für kreatives Schreiben und 5 Jahre später werden erstmals seine Gedichte auf einer Schallplatte veröffentlicht. Das war damals so üblich. Es folgte der erste Gedichtband und der erste Literaturpreis. Er war Autor. Die 60er Jahre. Cohen schreibt weiter Romane, verliebt sich in eine gewisse Marianne Ihlen, eine Norwegerin, der ihr ein Gedicht widmet. Sie trennt sich von ihrem Mann, als dieser mit Cohens Freundin eine Affäre hat und geht selbst eine Beziehung ein mit Cohen, die bis 1972 halten soll. Sie bleibt seine Muse. In jener Zeit, 1965, bestärkt Bob Dylan den 31-jährigen Cohen, doch Singer-Songwriter zu werden, wie man das heute nennen würde. Und Cohen bewegt sich gerade in den Höhen der Popkultur. Er verkehrt mit Andy Warhol, mit Lou Reed, Janis Joplin. Und 1968 erscheint das erste Album. Gleich mit dem Titel Songs of Leonard Cohen. Ganz selbstbewusst. Und 1969 wird aus dem Gedicht über Marianne Ihlen So Long Marianne. Und was dann geschah, das wissen wir alle hier im Saal. Die Karriere eines fast unsterblichen Musikers begann. Und an diesen Anfang der Karriere begeben wir uns jetzt zurück ins Jahr 1971, denn da ist der erste Film, der große Geschichte geschrieben hat mit seiner Musik. Und es war ein gewisser Robert Altman, der die Musik Cohens bekannt machte. Altman hatte mit dem Erfolgsfilm M.A.S.H. bereits für Furore gesorgt, eine Kriegssatire, dann schuf er Klassiker der Filmgeschichte wie Nashville, Shortcuts, Prêt-à-porter, Gosford Park oder Last Radio Show. Er hat auch den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk 2006 noch bekommen. Und ja, 1971 entscheidet sich dieser Robert Altman, einen gesamten Western lang
die Musik Leonard Cohens zu verwenden, im Film McCabe and Mrs. Miller. Die Hauptrollen, die werden Sie vielleicht erkennen, denn es sind keine geringeren als Warren Beatty, seit Bonnie und Clyde ein Volksheld in den USA, und Julie Christie, bereits Oscar-Gewinnerin, und ja, sie spielte in Dr. Zhivago, Fahrenheit 451 von Truffaut oder Wenn die Gondeln Trauer tragen. Und Altman, das werden Sie gleich sehen, der verstand es wie kein anderer, die Musik Cohens zu visualisieren. Es wurde ein Anti-Western, der alle romantischen Vorstellungen des Heldentums bei der Eroberung des Wilden Westens entmythologisiert. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die Anfangs- und die Schlussszene aus diesem Film McCabe and Mrs. Miller direkt hintereinander weg. Zur Musik von The Stranger und von Winter Lady. Und achten Sie dabei auch mal auf das enorme Zusammenspiel zwischen dem pfeifenden Wind und der Musik Cohens. Und das ist wirklich brillant umgesetzt. Also, McCabe and Mrs. Miller. Ja, Sie haben jetzt nicht mehr gesehen als den Vorspann und den Abspann dieses Filmes. Und ich würde trotzdem behaupten wollen, Sie haben sich alle eine Geschichte zusammengestrickt, was da passiert ist, als dieser Fremde da auf dieses Dorf zureitet. Und was ist dazwischen passiert, bis er dann da im Schnee, ja, stirbt qualvoll und Sie, offensichtlich seine Geliebte, da in der Opiumhölle alleingelassen, zurückgelassen wird. Falls Sie dennoch diesen Film in voller Länge sehen wollen, übermorgen zeigen wir diesen Film nochmal hier. Und tatsächlich von 35 mm auch noch echt Filmstreifen. Lohnt sich sehr, ist auch selten zu sehen. Aber Sie haben da schon gemerkt, dieser Altman setzt es halt ganz bewusst ein, diese langsamen Kamerafahrten in Kombination mit dieser Musik von Leonard Cohen erzeugt eine ganz, ganz besondere Stimmung. Man hat das Gefühl, man ist den Figuren sehr, sehr nah, ohne sie bisher überhaupt vorgestellt bekommen zu haben. Und das ist ganz faszinierend. Das findet sich auch immer wieder dann im Laufe der Filmgeschichte. Kommen wir noch drauf zurück. Aber jetzt erstmal Kontrastprogramm. Wir springen ins Jahr 1996 und zwar zu einem Musikvideo. Ein Kurzfilm mit 6 Minuten Länge zu dem Song Dance Me to the End of Love. Und den Hauptdarsteller, den werden Sie vermutlich gleich unschwer erkennen. Darüber reden wir danach. Also jetzt Dance Me to the End of Love von Aaron Goffman. Ja, mit seinem Retro-Look und der Super-8-Ästhetik schafft der Regisseur es eben, eine andere passende Art der Umsetzung visuell von Cohens Musik zu schaffen in diesem Kurzfilm. Da schwingt die Vergänglichkeit gleich mit. Also Super 8, das bedeutet ja auch immer so ein bisschen Material, das ja fließt, flimmert und man weiß nicht so recht, ist es Regen, sind es Tränen? Es ist eine Vorahnung von Vergänglichkeit auf jeden Fall da schon mit drin. Und der schöne Schein ist trotzdem immer gewahrt. Auch das passt zur Musik, denn dafür steht die Frau, während er in Ketten liegt. Und die Frage ist, ist er trotzdem glücklich? Ist der Ehering vielleicht auch eine Art Kette für den Ladiesman Cohen gewesen? Kann man ja vermuten. Im Kurzfilm sieht der Mann das Ende kommen. Es endet schlecht, könnte man meinen, vergänglich. Aber das Schlussbild, das macht dann wieder Hoffnung. Nachdem sie beide vorher noch wie tot nebeneinander im Bett gelegen haben, geht die Sonne wieder über dem Meer auf. Und das ist natürlich ein wunderschönes Bild für Cohens Musik, das hier in diesem Song, in diesem Musikvideo aufgegriffen wird. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, Sie haben Sie ihn erkannt, den Hauptdarsteller? Ja, wissen Sie es? Sie haben es schon gesagt. Quentin Tarantino ist es tatsächlich. Und die Frage ist, wie kommt ein Quentin Tarantino bitte 1996 um alles in der Welt dazu, hier die Hauptrolle zu spielen in einem Musikvideo für Leonard Cohen? Denn Tarantino war schon berühmt zu dem Zeitpunkt. Er hatte Reservoir Dogs gedreht und Pulp Fiction. Also der war schon ein großer Star. Und die Antwort ist einfach. Vermutlich, weil er 2 Jahre vorher am Drehbuch zu Oliver Stones Natural Born Killers mitgewirkt hatte. Und ja, auch davon möchte ich gerne Ihnen den Vorspann zeigen mit dem Song The Future. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, wie Cohens Musik noch so eingesetzt werden kann. Also, Natural Born Killers. Ja, hätten Sie das gedacht? Leonard Cohen mal anders. Ja. Dieser Film Natural Born Killers ist eine Überhöhung von Gewalt auf skurrilste Weise und ganz unterschiedlicher Art. Und dieser Oliver Stone hat 6 Songs von Leonard Cohen in diesem Film verwendet. Auch wenn Sie sich das anschauen wollen in 3 Tagen, das ist dann auch genug der Werbung. Auch das wieder von 35 mm. Ja, aber das, was wir hier gesehen haben, zeigt wirklich, er wurde ganz, ganz vielfältig eingesetzt. Und im internationalen Kino war Cohen ein Star, klar. Aber wie war es in Deutschland?
Ich würde sogar so weit gehen, dass der neue deutsche Film ein anderer wäre, hätte es Leonard Cohen nicht gegeben. Denn Fans waren viele, aber ein Regisseur, der war fanatisch. Und Sie kennen ihn alle, Rainer Werner Fassbinder. Er hat ihn tatsächlich in 7 seiner 40 Filme verwendet. Und wir schauen uns einen ersten Clip einmal an, wo er tatsächlich selbst sogar zur Musik von Leonard Cohen zu sehen sein wird, nämlich Faustrecht der Freiheit. Ja, nicht wundern, dieser Schnitt wurde von Fassbinder selbst gesetzt, nicht von mir. Also das ist im Film tatsächlich so. Das, was wir gesehen haben, das bedeutet natürlich was ganz Besonderes. Es ist eine Szene des Verlassenwerdens, des Verlassenseins. Der Mann ist am Ende, der hat keine Hoffnung mehr. Und vielleicht haben Sie es gesehen, da bewegen sich ja sogar die Scheibenwischer an diesem Auto, obwohl es gar nicht regnet. Und man könnte das fast so deuten, da sollen die Tränen weggewischt werden, die ja schon gar nicht mehr zu weinen imstande ist. Das jedenfalls sagt uns vielleicht diese Musik dazu. Und ja, für Fassbinder waren diese Hits von Cohen einfach das Nonplusultra. Er hat gesagt, für meine Diven, für meine großen Schauspielerinnen ist das quasi die größte Anerkennung, wenn die von mir mit Cohen einen Solo-Auftritt bekommen. Und das gibt es tatsächlich ein paar Mal in seinen Filmen. Und 2 davon möchte ich Ihnen direkt hintereinander wegzeigen aus den 70er Jahren. Zuerst werden Sie jetzt Margit Carstensen wiedersehen, die in Angst vor der Angst tanzt. Zu der Musik und dann Brigitte Mira in Wie ein Vogel auf dem Draht. Wie ein Vogel auf dem Draht ist natürlich Bird on the Wire und zwar in einer deutschen Version, die, und das ist nochmal ganz spannend, von Fassbinder selbst ins Deutsche übersetzt wurde. Also Margit Carstensen und Brigitte Mira. Da kann man absolut klatschen und ich denke, ja, da bekommt man Gänsehaut. Also es geht mir jedenfalls jedes Mal so. Und ja, Fassbinder hat gesagt, die Musik Cohens lässt jede Frau noch mal viel schöner erscheinen, als sie eigentlich ist. Und tatsächlich ist das dann nicht nur auf der Leinwand so gewesen, er hat ja Einfluss auch auf die Frauenwelt, die Damenwelt gehabt. Und ein Beispiel, ein interessantes, vielleicht auch etwas Lustiges, habe ich aus einem Dokumentarfilm aus der Mitte der 70er Jahre gefunden. Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen heißt der. Und da trifft nach einem Konzert Leonard Cohen auf Doris Kunstmann, deutsche Schauspielerin, die Sie vielleicht kennen, war auch vor ein paar Monaten hier im Filmmuseum. Und die war zu der Zeit mit Udo Jürgens liiert, den wir auch im Bild sehen. Und wir schauen uns das mal an. Also der wusste das schon einzusetzen, der Ladiesman. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Udo Jürgens ja quasi der deutsche Ladiesman war, parallel. Ein interessanter Einblick. Angeblich habe er drunter gelitten, sagt er. Oder hat er gesagt. Naja, bleiben wir beim deutschen Film. Wir haben nicht nur Rainer Werner Fassbinder natürlich, es gab auch ganz viele andere, die seine Musik verwendet haben. Und ja, so auch ein anderer großer Visionär des Kinos, Werner Herzog. Er hat tatsächlich mit die erste große Verfilmung geschaffen, bei der Cohens Songs direkt oder kurz nach Veröffentlichung dessen ersten Albums verwendet wurden. Und zwar, ja, für Werner Herzog hat Fitzcarraldo und Akira der Zorn Gottes mitgeschaffen, Klaus Kinski groß gemacht, aber er ist auch bis heute einer der faszinierendsten Dokumentarfilmer unserer Zeit. Das weiß man hierzulande gar nicht so oft. Und eben 1970, 2 Jahre nach Cohens erstem Album, drehte er Fata Morgana in der Sahara und in Kamerun. Und zwar komplett mit der Musik Cohens unterlegt. Und wir schauen uns mal daraus die Passage zum Song That's No Way to Say Goodbye an, weil ich finde, der passt ganz gut dazu. Also Fata Morgana und That's No Way to Say Goodbye. Auch das ist natürlich ganz faszinierend. Auch da haben Sie es wieder gesehen, das sind so ganz langsame Kamerafahrten, die einfach am besten auch zu dieser Musik von Leonard Cohen passen. Und das hat auch Werner Herzog zu diesem Zeitpunkt schon erkannt. Und er schafft es eben fast ohne Worte in diesem Dokumentarfilm Menschen zu porträtieren, wo man das Gefühl hat, man kommt denen unglaublich nahe. Also wenn man diese Gesichter sieht mit diesem weißen Kalk da drauf und den Furchen und so, man hat das Gefühl, man ist wirklich nah dran, obwohl er ganz, ganz wenig oft Text dann nur präsentiert dazu. Und das macht eben die Musik von Leonard Cohen. Das ist das Geheimnis, was im Film natürlich nochmal eine besondere Ausstrahlung und Geltung hat. Trotzdem wurde ein Song am häufigsten verwendet, natürlich, von Leonard Cohen. Sie ahnen es vielleicht, welcher es sein könnte. Nee, nicht zu sehen. Noch mehr Versuche?
Halleluja, natürlich. Halleluja, der große Hit von Leonard Cohen, der aber auch in auf vielfältigste Weise gecovert wurde. Und tatsächlich wurden die Coverversionen noch viel, viel häufiger verwendet als seine eigene Originalversion. Das fand ich sehr bemerkenswert, wenn man sich das einmal so durchschaut. Und deswegen möchte ich Ihnen eine vielleicht auch wieder sehr ungewöhnliche Umsetzung eines solchen Einsatzes zeigen. Nämlich, es ist ein Animationsfilm, in dem Rufus Wainwright gleich Halleluja singen wird. Rufus Wainwright, die Cohen Insider wissen, ist der quasi Schwiegersohn, der, ja, eine Tochter, seiner Tochter, Leonard Cohens Tochter, die eigentlich lesbisch war, einen Enkel, also quasi ihm einen Enkel schenken sollte und das auch wohl getan hat, so sagt es die Legende, und so die Musikerdynastie weiterführen sollte. Er hat Halleluja gesungen und zwar verwendet jetzt in dem Film Shrek. Den schauen wir uns an und zwar mit einer ganz, ganz wunderbaren Liebeskummermontage zu Halleluja. Also viel Spaß. Ja, danke. Muss man einmal durchschniefen. Nee, also das ist natürlich eine Musik, die dazu perfekt passt und die dieses Gefühl natürlich auch wunderbar vermittelt. Und auch hier haben Sie es vielleicht gesehen, da ist die Kamera auch immer so in Bewegung, wenn die da so um diesen Tisch rumfährt und von der einen auf die andere Person geschnitten wird. Das ist sehr, sehr clever eingesetzt und ja, vielleicht etwas, was man gar nicht in Shrek erwarten würde ansonsten. Halleluja wurde auf vielfältigste Weise eingesetzt und teilweise auch missbraucht. Bis hin zu Til Schweigers Barfuß, wo das eines der zentralen Hits ist. Das geht aber wirklich so durch, bis zu einem russischen Action-Thriller Watchmen, da wird es auch verwendet. Seine Musik generell ist sehr, sehr ungewöhnlich, also bis hin in heutige aktuelle Serien. Auch da gibt es immer wieder Varianten, wie dann auch der Leonard Cohen eingesetzt wurde. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, der Mann hat angefangen zu schreiben. Warum hat er nie vielleicht irgendwie für Filme mal geschrieben, wenn er schon nicht Musik extra komponiert hat für Filme? Und tatsächlich, es gibt zwei Kurzfilme aus der Zeit, bevor er sein erstes Album veröffentlicht hatte, im Jahr 1967. Da hat er selbst dazu gesprochen, ein Gedicht, und das war ein gezeichnetes Experimentalfilmchen, kann man sagen, was heute natürlich eine besondere Rarität ist, eben weil man Cohen gleich auf der Leinwand hören wird. Und ich möchte Ihnen den Film Poen, 4 Minuten 30 lang, von Joseph Reeve jetzt präsentieren. Und zwar zitiert Leonard Cohen ein prosaisches Gedicht aus seinem zweiten Roman mit dem Titel Beautiful Losers. Also genießen Sie jetzt den frühen Leonard Cohen 1967. Ja, ich habe Ihnen das bewusst bis zum Ende durchspielen lassen, weil das am Schluss finde ich ganz besonders interessant. Da hören wir Gelächter in Dauerschleife, das wieder neu beginnt. Und das war Cohen wichtig, dass bei all der Schwere, die bei seinen Texten und seiner Musik ja da war, immer auch irgendwie so eine Brechung da war. Dass da ein Hauch von entweder Hoffnung oder Frohsein irgendwie möglich zumindest war. Und das zeigt eben diese Rarität von 1967, glaube ich, auch schon mal ganz gut. Ja, von ganz am Anfang seiner Karriere springen wir jetzt quasi in die Zeit direkt nach seinem Tod, denn da ist, habe ich im Internet auf meiner Recherche damals in diesen 3 Nächten nach seinem Tod etwas gefunden, was ich ganz spannend fand. Denn ein russischer Stummfilmmusiker hat seinen großen letzten Hit, You Want It Darker, verwendet in einem seiner Konzerte. Und das habe ich auf YouTube gefunden. Das möchte ich Ihnen gerne nicht vorenthalten, denn er verwendet das in Karl Theodor Dreyers Vampir von 1932. Und You Want It Darker, der große letzte Song aus dem großen letzten Album kurz vor seinem Tod, das ist natürlich was sehr Bewegendes. Also das schauen wir uns mal an. Film ab für Vampir mit Leonard Cohen. Ja, You Want It Darker mit dem Satz I'm ready, my lord. Und wenn man weiß, das war der letzte große Hit, da ja, fährt einem so ein Schaudern über den Rücken. Also finde ich ganz toll, wie das hier umgesetzt wird. Und auch hier passt es ganz gut eben wieder, diese langsamen Kamerafahrten, die Dreier verwendet, die sind natürlich hier auch wieder mit dabei. Und vielleicht erinnern Sie sich an das Eingangszitat. Leonard Cohen ist eine Persönlichkeit, die die Kunst, etwas Schönes aus der Dunkelheit der Seele zu erschaffen, beherrscht. Im tiefsten Schwarz schafft er Schattierungen, die sich wie Farben anfühlen. Ich finde, das haben wir gerade gesehen, dass in diesem Schwarz ganz, ganz viel mehr drin steckt als eben nur das. Und es ist ein Zitat wie ein Gedicht, das zutiefst filmisch wirkt. Und ja,
diese Farben im Schwarz, das brauchen wir heute, glaube ich, mehr denn je. Deswegen ist Cohen auch jemand, den wir heute auch immer noch weiter verehren können und müssen. Und dennoch, so wollen wir nicht enden, denn in Farbe gibt es den Cohen auch. Er hat tatsächlich, wenn er schon nicht Musik für Filme komponiert hat, in 7 Filmen und Serien mitgespielt. Und das ist teilweise sehr skurril. Also er hatte nicht so ein Händchen dafür, muss man sagen, für was er sich entschieden hat. Denn ich möchte Ihnen jetzt zunächst einmal einen Film zeigen, der sogar aus IMDb gelöscht worden ist. A Moving Picture heißt der, von einem gewissen Jürgen Lutz, ein Amerikaner, dessen einziger Film es auch geblieben ist. Zu Recht. Wage ich jetzt mal zu sagen. Ein Science-Fiction-Film, eigentlich war er auf Tanzchoreografien spezialisiert, auch das werden wir gleich sehen. Der Film ist aus dem Jahr 1989. Wie und warum er Cohen dafür gewinnen konnte, für das, was Sie gleich sehen werden, was auch tatsächlich mit all den ruckeligen Einstellungen so gewollt war, das können wir gleich danach besprechen. Aber das möchte ich Ihnen jetzt zunächst mal zeigen und das Ganze zur Musik von First We Take Manhattan, aber in einer Frühversion. Also noch nicht die, die wir dann später kennen. Und ja, das ist eine echte Rarität. A Moving Picture, leider in nicht ganz so guter Qualität, aber es ist zeigenswert. Ja, was ihn dazu bewogen hat, hier mitzuspielen, das weiß leider nur er selber. Oder wusste er, warum er ausgerechnet der idealste Mensch gewesen ist, der da Tomaten schneiden muss. Auch das bleibt offen an dieser Stelle. Das interessanterweise, wie gesagt, bei nur 7 Schauspielauftritten in der gesamten Karriere dieses Leonard Cohen. Und einen letzten möchte ich Ihnen noch zum Abschluss präsentieren, denn in einer ganz legendären Serie aus den USA. 1986 spielt er tatsächlich mit in der 2. Staffel von Miami Vice. Und zwar in einer Folge, die auf Deutsch heißt Französische Spiele. Und ja, damit Sie ein bisschen reinkommen in dieses Miami Vice-Gefühl, habe ich in den Prolog und den Vorspann noch dran gelassen. Und dann kommt gleich auch Leonard Cohen ins Bild. Also viel Spaß mit Miami Vice. Das ist der komplette Auftritt von Leonard Cohen in dieser Folge. Und tatsächlich wird weder aufgelöst, wer er da ist, noch warum er das sagt. Und noch dazu ist er der Einzige in allen Staffeln Miami Vice, der Französisch sprechen darf. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, all das hat er leider mit ins Grab genommen. Er ist am 7.11.2016 gestorben. Und ja, dennoch gibt es einen Film, der vielleicht genau diese Phase, Hommage und das, was noch zu Lebzeiten war, verbinden kann. Nämlich ein Film mit dem Titel I'm Your Man. Ich hatte damals tatsächlich das Glück, sogar bei der Europapremiere auf der Berlinale dabei sein zu dürfen, wo auch Cohen dann da war. Das war wirklich sehr, sehr berührend. Sie haben wahrscheinlich alle ihre eigenen Cohen-Erlebnisse und Erinnerungen. Und Wim Wenders sagt über diesen Film, das ist für ihn der größte Musikfilm vielleicht aller Zeiten. Denn ich verspreche Ihnen Gänsehaut, es wirkt wie eine Hommage auf einen bereits Verstorbenen, nur dass der Geehrte eben quicklebendig selbst mitwirkt. Und das ist ein Tribute-Konzert mit Stars wie Nick Cave und Bono von U2, auch Rufus Wainwright werden wir sehen. Und ja, immer wieder dazwischen ist Cohen dann auch im Bild und der Meister tritt am Schluss dann auch nochmal selbst auf die Bühne. Das wird es gleich geben nach einer kurzen Pause von 10 Minuten. Sie können sich gerne einen Wein oben nochmal aus dem Filmcafé holen, das kann ich Ihnen sehr dazu empfehlen. Und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank, wir verneigen uns vor allem der Größten, Leonard Cohen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank.